Willkommen zurück, Freunde, beim 29. Video Lands of Lore. Habe ich jetzt wirklich Freunde der Nacht vergessen? Seht es mir nach. Wir speichern. Und da kann man immer noch nichts machen. Dann gehen wir wieder zurück. Oh, ich denke, ich habe... So, gehen wir erstmal dahin. Wir haben leider nichts mehr zu beschweren. Den Flüstermantel würde ich gerne noch aufheben. Kann ich aber nichts tun, oder? Auch nicht schon wieder so ein Viech. So, adios. Lass uns mal bitte in Ruhe rasten. Diese Zauberpunkte immer. Ups, da will ich nicht hin. Na gut, offenbar führt uns das nicht weiter, oder? Nimm mal. Und einmal da drauf. So, gehen wir mal hier rein. Oh! Ein etwas anderes Abschnittlein. Ja, wir sind weitergekommen. Das ist ja schön. Da kommen wir wieder zurück. Hm, was machen wir jetzt? Immer wieder schauen, ob wir vielleicht so Schalter vergessen haben. Nein. Wir gehen ein wenig rum. Halt, war da. Da war was. Locked. Eine Chance für Bakata. Dankeschön. Was haben wir? Ein Todesstock? Warum nicht? Die Rätselschriftrolle brauchen wir nicht mehr. Ginseng? Warum nicht? Georges Schild? Das ist schlechter als dieses Zwergenschild, aber gut für ihn, oder? Dann nimmst du das mal. Und das Schild können wir wegwerfen. Bannon's Reserve, her damit. Gelber Schlüssel. Todesnebel. Und schon haben wir den letzten Zauberspruch des Spiels. Oh ja. Mists of Doom. Empty. Hier unten hätten wir dann alles. Gehen wir wieder weiter. Das war dann wohl dieser Abschnitt, oder? Hi. Müsste stark genug sein, ja. Oh, danke fürs Schließen hinter uns. Warum auch nicht? So, so, so. Jetzt kommen wir an ein lustiges Rätsel. Dafür brauchen wir allerdings das hier. Ja, 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 die brutzeln uns jetzt ein bisschen. Das ist nicht so tragisch. Mach du mal. So, hier. How shocking. So, du kommst nochmal hier. Komm mal her. So, und jetzt bitch-slappen wir dich. Nein. Mist. Das ist schlecht. Komm, wir können dich doch nach hinten bitch-slappen. Warum nicht? Ich will, dass du nach vorne gehst. So, jetzt muss... Ah, Mist. Warum da zwei sind, ärgert mich. Komm, bitch-slappen wir den mal weg. Der nervt nur noch. Hau weg. So, dich brauchen wir. Okay. Das ist nicht so, wie ich das haben wollte. Ich möchte ihn nämlich... Kann doch nicht sein. So, und jetzt ganz schnell. Ah, er ist schneller als wir. Ich möchte ihn da reinschlagen. Hm, dann... Keine Ahnung. Ich möchte das jetzt so machen. Ich möchte einmal dieses Rätsel in meinem Leben lösen können. Wieso machst du mir das Leben so schwer, du Arschloch? Man kann ihn wirklich nicht treffen, wie man sieht. Wo gehen wir denn noch hin? Wir haben da hinten noch eine Möglichkeit.
Hallo, schlagen wir dich gleich. I feel dizzy. Oh, da hinten kommen noch mehr. So, da haben wir noch eine Möglichkeit. So, und jetzt rennt er damit. Weiter, 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 weiter. Und noch einmal kommen. Okay, da ist was passiert offenbar. Und das machen wir jetzt mit 3 Stück insgesamt. Warum können wir nicht... Hallo? Ich drücke ja... Oh, das ist gemein. Kommt jetzt. Kommt mal mit, Leute. Und kommen Sie? Wo sind Sie denn? Ah, da. Langsam und sicher herkommen, bitte. Ihr seht das. Ich hoffe, ich konvertiere das noch gut genug, dass man das wirklich sieht. So, und jetzt bitch-slappen wir dich runter. Okay, den zweiten. So, und nochmal was in Gang gesetzt. Ihr hört das immer in diesem Hugo-mäßigen... Ja, ich glaub's euch. Komm, weg hier. Ich hämme auf F2. Wir schaffen das. So, er kommt, hoffe ich. Wo ist er denn? Da ist er. Langsam aber sicher. Ihr müsstet das wirklich im Vollbild anschauen, glaube ich. Sonst sieht man das einfach wirklich nicht. Komm her, komm her, komm her. So, jetzt aber. Und Bitch Slap. Noch ein Bitch Slap, komm. Mist. Nicht schnell genug. Komm, das schaffen wir. Hinter uns ist auch wieder was. Ja, und damit hätten wir das. Puh. Was das bringt, fragt ihr? Ah. Ich hasse diese Biester. Kann man die vielleicht normal schlagen? Jetzt brauchen wir nämlich die Hand nicht mehr. Nee, man kann die wirklich nicht schlagen, offenbar. Da bleibt mir jetzt nur eins übrig. Knopf. Ah, da können wir jetzt nicht mehr hin. Einmal außen rum, bitte. So, kann man hier vielleicht rasten? Nein. Ganz cool bleiben und gechillt außen rum gehen. So, und da einmal rein. Danke, wir sind hier... Ich wollte gerade sagen, wir sind hier sicher. Und dann passiert sowas. Können wir nicht mal treffen? Hm, haben wir vielleicht noch irgendwelche Zauber hier? Schöne Zauber, die ich nicht verfallen will. Jetzt beschwert euch mal nicht so schnell. Ne, wir haben hier leider nichts mehr. Stromschlag, welchen? Stufe 2, das war's. Ah, Natascha hier. So, sag tschüss. Bitte... Jetzt aber in Ruhe heilen erstmal. So. Mitteilung. Activate and replicate. Activate and replicate. Wir haben hier 1, 2, 3. Wir schauen auf die Karte. Hier, hier und hier befinden sich diese... Elektrozäune nenne ich es mal. Nun wurde es also aktiviert und wir können jetzt einen Gegenstand replizieren, aber ich weiß nicht was, also ich glaube Questgegenstände sind nicht sinnvoll. Der Baselbecher ist gar nicht mal doof, denke ich. Abgenutzter Schlüssel, den können wir endgültig nicht mehr brauchen. Stab des Todes, vielleicht, ich bin immer so, also der ist, Holzhammerdonner ist natürlich sehr stark. Ist der wirklich so viel stärker? Dann könnten wir den nämlich duplizieren. Was haben wir hier noch? Den Double Ring, der nichts bringt. Den Basel Ring, der nichts bringt.
wieder ein Basil Ring. Nein, ich bin sehr unschlüssig. Ich kann mich nicht entscheiden. Was haben wir hier noch? Blitzschlag-Zauberstab. Ich denke, das wäre das Sinnvollste. Für gefährliche Gegner. Ah, und schon, wie ihr seht, 1 und 2. Können wir das nochmal machen? Nein, offenbar funktioniert das nur einmal. Aber wir haben jetzt 2 statt einem Blitzschlagzauber und können endlich hier raus. Wo ist die Hand? Also ich halte den Blitzschlagzauber persönlich für die sinnvollste Idee, die man machen kann jetzt. Zumindest an den Dingen, die wir haben. Hui. War doch aufwendiger, als ich mir jetzt... Ups. Na doch. Und schon sind wir wieder hier. Ich schaue auf die Karte. Erkennt man das? Wow. Wir sind einen langen Umweg gegangen. An ornate lock. Gelber Schlüssel. The key doesn't fit. Aha, wir haben eine Tür geöffnet. Und jetzt gehen wir dann wohl den zweiten Weg. Ich hoffe nur, wir begegnen keinen von diesen Elektroviechern mehr. Ah, da. So, jetzt gehen wir den nördlichen Weg. Oh, hallo. Okay, das war gerade saudumm von mir. Ich wollte eigentlich den Stromschlag anwenden, aber das kann ja Bakata machen. Was brutzelt hier gerade? Habt ihr das gehört? Oh mein Gott. Die Laterne ist fast leer. Oh, weia. Ich mag euch nicht. Wie viele Zauberpunkte haben wir eigentlich schon? 46. Von 71. Oh, wie gerne ich doch gegen euch kämpfe. Na komm. Oh, ich wurde gedreht. Nach Norden. Jetzt schauen wir uns erstmal um. Da sind wir. Dann gehen wir weiter nach Norden. Man weiß ja nie. Weiter nach Norden. Ich lasse mich hier nicht unterbringen. Ah. Ganz vorsichtig. Aha. Da links. Man muss das nämlich in einer gewissen Reihenfolge... In einer gewissen Reihenfolge abklappern. Und ich hoffe, ich erwische die richtige Reihenfolge. Müsste nicht allzu schwer sein. So, dann müssen wir nach unten, glaube ich. Oder? Ich habe Hoffnung, dass es nach unten ist. Hi! Wow, was war das denn? Ah. Hallo, Freunde! Da unten nach links da. Ich bin dieses Drehen jedes Mal. Jetzt weiß ich echt nicht mehr, wo ich bin. Da. Falsche Seite, hier rein. Hallo. Du auch natürlich. Du auch natürlich. Seht einfach nur, wie schnell Bakata mittlerweile geworden ist. Das ist erschreckend. Okay. Damit müssen wir durch sein. Ja, hier ist eine Tür. Mit einem üblichen Schalter. Wir rasten noch einmal und hoffen, dass das funktioniert. Nicht geweckt werden. Nicht geweckt werden. Hervorragend. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Und öffnen.
öffnen die Tür. Bis dann, Leute. Bis dann.